Erste ist, geht's euch gut? Ja! Lauter! Ja! Sehr schön. Und machen wir gleich weiter, damit die uns da drüben hören. Warum stehen wir hier? Wir wollen... Frieden! Lauter! Frieden! Sehr schön. Und wir stehen hier heute nicht... Ach so, ihr sollt alle näher an die Bühne kommen, bitte ein bisschen. Nicht so nah an der Straße und so. Kommt ein bisschen kuscheln. Geht auf die Bühne rauf. Das ist eure Bühne. Stellt euch mal auf. So, ihr Lieben, ich fange mal an vorzulesen den Gruß aus Berlin, so wie er heute in über 23 Bahnwachen in ganz Deutschland vorgelesen wird. Hallo und willkommen euch allen zur Bahnwache heute überall im Land. Wenn ihr auch das fühlt, was wir fühlen nach der letzten Woche, dann stimmt mit uns sicher überein, dass man uns langsam ernst nimmt. Ne? Die nehmen uns ernst, oder? Die haben Angst vor uns. Ja. Welcher Beschuss von beiden Seiten, Leute, wie lächerlich ist das? Lasst euch nicht auf diesen Kleingeist ein. Wir brauchen all unsere Energie für wichtige Dinge. Wir sind eine friedliche Bewegung und keiner wird uns provozieren. Und schon gar niemand wird uns mehr voneinander trennen, oder? Ja. Ja, wir machen manchmal Fehler. Und ja, wir finden manchmal nicht die richtigen Worte. Und ja, wir sind nicht perfekt und haben nicht sofort auf alles eine Antwort. Aber es ist eine Frage des Dialogs, sich zu verständigen. Und dafür brauchen wir Gesprächsbereitschaft. Wir brauchen euch für diesen Dialog, Mann! Wir brauchen eure Unterstützung, denn ihr habt verstanden, worum es geht. Ihr seid nicht starr in eurem Denken. Ihr könnt aufeinander zugehen und ihr lasst euch nicht verunsichern. Nein! Auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, und die wird es immer geben, wir stehen hier gemeinsam für eine große Sache, die weit über ein Schubladendenken hinausgeht. Wir stehen hier für Frieden auf der Welt. Wie man uns ablenken will von dem Thema, das uns das Größte ist. Wir müssen zeigen, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir immer mehr werden. Wir grüßen alle Städte, die Seite an Seite stehen, und wir danken euch für die Unterstützung in den vergangenen Wochen. Vielen Dank euch allen! Ihr Lieben, das muss ich jetzt nochmal einschieben, weil letztens nach der Mahnwache lag hier eine ganze Menge Müll rum. Ich würde euch bitten, den Müll einzusammeln, den ihr mitbringt. Vielen Dank. Auch nochmal die Städte, die heute mitmachen. Aachen, Berlin, Bonn, Bremen, Bremerhaven, Dortmund, Dresden, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Gronau-Westfalen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Köln, Leipzig, Magdeburg, Nürnberg, München, Regensburg, Rhein, Saarbrücken, Essen, Wilhelmshaven, Bautzen! Ich möchte hier an der Stelle auch nochmal ein riesiges Lob an die Polizei aussprechen, ihr Lieben. Seit 5 Wochen tun die alles für uns. Sie sind so super lieb, sie reparieren unsere Technik, sie lassen uns Sachen machen, die nicht angemeldet sind. Echt mal einen 4. Applaus für die Polizei, bitte! So, heute wird's gar nicht so politisch von mir, sondern ich will mit euch über was anderes reden. Ich will mit euch reden über die Kraft unserer Gedanken und wie viel Kraft in unseren Gedanken steckt. Ihr Lieben, guckt euch bitte einmal um. Guckt euch die Kleidung an, die jeder am Leib hat. Guckt euch die Gebäude an, die hier stehen. Guckt euch das Zelt an, guckt euch alles an. Wo kommt das her? Aus dem Gedanken. Am Anfang war es der Gedanke in dem Kopf eines Menschen. Im Umkehrschluss bedeutet das, ihr Lieben, dass unsere Gedanken schöpferisch sind. Das, was wir denken, projiziert sich in die echte Welt. Und das ist nicht nur mit Gebäuden und mit Kleidung so. Das geht mit Liebe und Frieden los. Wir können nur Frieden und Liebe bringen, wenn wir von einem Standpunkt von Frieden und Liebe gehen. Aus Hass und Verunsicherung wird niemals etwas Gutes. Ihr müsst euren Standpunkt wechseln zu einem Standpunkt von Frieden und Liebe. Dann könnt ihr Frieden und Liebe geben. Bitte bedenkt, unsere Gedanken sind schöpferisch. Wir erschaffen durch unser Denken die Welt, in der wir leben. Das ist wirklich elementar. So, ihr Lieben, jetzt wird gleich Photon auftreten mit einem schönen Song für euch. Rüdiger Lenz wird sprechen. Es ist ein bekannter Ringer.
der wird über das Nichtkampfprinzip heute mit euch reden. Und vielleicht kommt ja noch ein anderer Redner, man weiß es nicht so genau. Wir machen mal wieder kurz 5 Minuten Pause, unterhaltet euch ein bisschen über das Gehörte und dann geht es gleich weiter, ihr Lieben. Vielen Dank. Danke.